Hallo und herzlich willkommen bei Animal Crossing New Leaf. Die Musik hat sich jetzt schon wieder geändert. Hört sich im Endgeld an. So, wieder weiter angeln. Eine Muschel, welche ist es denn? Sanddollar, das heißt 60 Sterne. Was ist das? Wieder ein Sanddollar. 120 Sterne. Wieder ein Sanddollar und vielleicht noch einer? Nee, eine Korinschnecke. Ist noch weniger toll. Mehr scheint hier auch nicht zu sein. So Fische erst gar nicht. Muss man mal einen Fluss in der Mitte gucken, vielleicht gibt es da erstmal was. Der Wasserfall ist ganz schön laut, also ich würde nicht gern wohnen, da wo Mathilda wohnt. Das ist bestimmt ganz schön laut immer. Und da ist ein Fisch. Aber faktisch schon die andere Richtung. Dreht jetzt um. Fischi. Ja, gut gesehen. Ja, Mann. Eine Karausche. Ich weiß nicht, Flusskarauschen. Okay, hab ich auch schon. Wo ist jetzt hin da? Bam. Na, Fischi. Was in Wildwelt auch öfters mal gestört hat, sind das für Fisch. Barbe oder was? Ja, Barbe. Was? Wie das juckt, mich hat eine Mücke gestochen. Genau, das meinte ich. Das war bei Wildwelt total oft, dass man gerade geangelt hat und dann die Angel eingeholt hat, weil einen die Mücke gestochen hat. Das ist immer relativ dämlich. Hör ich den Fang weg. Egal. Wo ist eigentlich seine Route? Der ist doch gar nichts dran. Oh, das ist so ein Bauer, echt. Ich gehe mal zu dem Teich, da ist was dran, glaube ich. Hoffe ich. Nö, ist aber nichts. Schade, schade. Der Arthur ist immer noch da. So. Geh mal zum Seemond. Geben die Barbere ab. Hier abgeben. Eine Barbe. Ja, interessant. Jojo. Jo. No. Suchen wir mal die schöne Barbe. Und schauen, was es über sie zu lernen gibt. Ja. Wir lernen so gerne. Ja. Nein, tun wir alle nicht, ich weiß. Aber in diesem Spiel ist es echt ganz lustig, etwas zu lernen.
Aber es gibt auch viele Fische, die es da gibt, in echt und welche auch nicht, oder? Ich weiß es jetzt nicht. Und hier sind das ein Seebarsch und ein Kaiserschnapper. Habe ich Kaiserschnapper hier schon mal Hallo gesagt? Ja, doch, habe ich schon. Hallo Kaiserschnapper, und hier wieder das Windows 8 Ding. Das ist nix. Hier ist der Barsch. Was ist das? Hey Mathilda! Was ist das, der Frosch? Aber der kann auch rausspringen. Da ist der Frosch. Da oben. Was hast du dich angestellt? Mathilda! Hey, Titi! Ich hab dich in letzter Zeit in der Stadt herumstromern sehen. Was heißt das? Aber wir haben ewig nicht mehr geredet, kann das sein? Jedenfalls ist es wieder höchste Zeit. Ja, und dann brichst du das Gespräch ab, ich glaub's auch. Na du, was gibt's nie für Rede mit mir? Vielleicht ist dadurch, dass so viele Fische aus dem Fluss und Meer in unsere Stadt kommen. Boah, Alter, die Rede echt nix. Barbe. Barben sind mit Karpfen verwandt, sind jedoch in der Regel länger und schlanker als diese. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal sind die deutlichen kürzeren Barthüllen. Trotz ihrer vielen Kräten sind Barben durchaus essbar, wobei ihr Geschmack dem der Flunder ähnelt. Das will ich hier sicher wissen, wie eine Flunder schmeckt. Ich habe nie eine Flunder gegessen, aber ich glaube nicht, dass das so der beste Fisch zum Essen ist. Also denke ich jetzt mal. Raus hier. Arthur, was geht mit dir ab? Tilly, Würstel, was ist? Wie läuft's? Nick, los in dieser Zeit, wenn es auch immer so ruhig wäre. Ich denke ja echt auch die Ideen aus, du sagst immer das Gleiche. Schmutz so langweilig, das finde ich nicht so toll. Kann man das Gleiche sagen, kann ja jeder. Fisch, dummer Fisch, böser Fisch, nicht leckerer Fisch, Fisch, jetzt komm, Fisch, ja gut. Ja, Mann. Eine Barbe. Wie viel gibt's wohl für die Barbe? Das muss ich auch mal gucken. Da gibt's jetzt nichts mehr. Olaf ist immer noch nicht daheim. Gut, was geht ab? Oh, sorry. Ich überlege gerade, was ich mit dem angebrochenen Abend anfangen soll, Maki. Also, wolltest du etwas sagen? Immer raus damit, plaudern wir. Oh, hey, hast du vor, bald wieder bei Ruhe vorbeizuschauen? Wenn ja, kannst du ihm was vorbeibringen. Die Tote hat er bei mir liegen lassen, okay? Ich mach das. Hammer, ich wusste, dass du nicht lässt. Hier verlierst du nicht. Aber ich will die Tote auch mal ausprobieren. Du kannst damit ruhig Zeit lassen. Hauptsache, du bringst das Teil heute noch vorbei. Tröte? Ach, das ist geschenkt. Oh, nee, dann darf ich nicht auspacken. Das wäre sonst gemein. Ich bin ja nicht gemein oder so. Rolo! Du Tröte, du Würstel. Wo bist du? Wo wohnt Rolo eigentlich? Da wohnt Rolo. Da wird Rolo wahrscheinlich zu Hause sein.
Aber ich verkaufe erstmal. Kann ich eigentlich das Geschenk verkaufen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich probier's mal aus. Was für eine Motte? Wie viel bringt Motte? 60. Ja, toll. Wird es hier nie was, wenn ich lauter Motten verkaufe. Oh, hallo, herzlich willkommen. Was kann ich für dich tun? Verkaufen. Was möchtest du verkaufen? Karausche. Eine Karausche ist in Ordnung, wenn ich dir 120 gebe. Ja, mehr gibt's mir nicht. Bring gerne mal wieder was vorbei. Was kann ich für dich tun? Oh, schau, das Geschenk kann ich nicht nehmen. Das ist traurig. Der Leuchtkämpfer, wie viel gibt der für das? Ein Leuchtkämpfer. So, dann muss ich dir 300 stellen. Das ist endgut. Ah, also nimm end viele Leuchtkämpfer, dann bringst du es ja end. Was kann ich für dich tun? Was gibt es mir für eine Barbe? Oh, eine Barbe ist in Ordnung, wenn ich dir 200 gebe. Alter, das ist ja end wenig. Verkaufe ich noch die Reste, die Muscheln einfach alle. Ein bisschen Mathe. 20 Dollar. 60 plus 30, 90. 90 und Ding. 90. Ach, keine Ahnung, 210 oder so. Wow, sogar richtig. Okay. Das Guido, warte, nein. Ich will wieder rein, Guido. Boah, Guido, ich habe lange nicht mehr gesehen, Mann. Ist die Motte noch da? Nee. Guido. Guido, hallo Guido. Oh, ich mag Guido. Mal gucken, was es Neues gibt. Ob er mich auch... Was für mich dabei ist? Der ganze Kram hat sich von mir gehört. Da hängen doch bestimmt viele Erinnerungen dran. Aber ich kaufe eigentlich nur ein, weil es jetzt immer so billig ist. Ist doch toll, dass man hier gebrauchte Sachen kaufen kann. Da bekommt man was, das andere nicht mehr haben wollen. Einfach ein neues Zuhause. Habba, habba. Ja, Guido ist nett. Ich will auch schnell die Pflanzen bonsai. Ach, nicht ernsthaft. Habe ich irgendwas dabei, was ich verkaufen könnte? Okay. Draußen trainieren noch. Hi Marga. Marga, anreden. Genau. Ich kann kaum mehr die Augen offen halten. Wie hältst du dich noch wach, Tilifi? Wenn ich der Chef wäre, würde ich dich nach Hause schicken. Wenn ich der Chef wäre, damit du wieder ausschlafen kannst. Ja, ja. Alles Logo. Wo sind jetzt da? Glitzer zünden. Was ist denn? Ist ja viel zu hoch, das Viech. So glitzern die Blumen so. Siehst du mal wieder, was es war denn das? Hornfallchen. Glitzern immer, finde ich cool. Sieht gut aus. Mann, Bro.